Hallo Jens und vielen Dank für diese Aufgabe. Ich habe sie ein bisschen abgewandelt, aber ich denke, dass du deine Aufgaben gut hinkriegen könntest, wenn du oder kriegst, ja, ich vertraue dir da, wenn du das hier gesehen hast, dass du deine Aufgaben dann hinkriegst. Wir sollen eine Figur zeichnen mit dem Flächeninhalt gleich c plus d mal 3e. Gut, erstmal haben wir hier einen Teil mal noch einen Teil. Also im Prinzip nichts anderes als a mal b. A mal b sieht so aus. A mal b ist der Flächeninhalt eines Rechtecks. Das heißt, wir haben hier zwei Teile, die miteinander mal genommen werden. Und c plus d sind jetzt Teilstücke von diesem a. Das heißt, wir können das meinetwegen mal so hier machen. Dann ist dieses hier meinetwegen c und dieses hier ist d. Wir haben ja keine Zahlen gegeben, deswegen müssen wir einfach nur sagen, okay, vom Schema her ist das hier a mal b. Ja, die Klammer mal diesen anderen Term. Und a mal b kann jetzt hier aufgeteilt werden in zwei Stücke, die wir c und d nennen. Ich hätte natürlich das Teil auch hier, die Teilung hier so machen können an der Stelle. Und ich hätte auch das da d und das da c nennen können. Dabei ist völlig klar. Und b ist jetzt 3e, das heißt, wir müssen b dritteln. Ja, das kann ich immer nicht so ganz so gut, aber ein bisschen so. Und dann haben wir hier quasi b ist 3e. Das heißt, dieses hier ist e, dieses hier ist e und dieses hier ist e. Mensch, ist das schön mit dem Stift. Und dann haben wir den Flächeninhalt a als c plus d mal e plus e oder c plus d mal e mal 3. Gut, das ist das Erste. Und das Zweite ist, auch hier wieder multiplizieren wir h plus i mal p durch 2. Das heißt, auch hier ist es wieder ein Rechteck. Aber in diesem Fall ist die eine Seite, wenn wir das hier wieder a und b nennen und hier auch wieder a und b, dann ist a wieder h plus i. Und jetzt mache ich es mal anders. Ja, i hier oben hin, h hier unten hin. Und b soll p halbe sein. Da habe ich natürlich jetzt hierbei ein kleines bisschen, ja, sagen wir mal, wie erkläre ich das am besten, wenn ich das b jetzt erstmal wegnehme und ich tue so, als wäre das hier eigentlich p. Dann ist ja p halbe die Hälfte davon. Zack, und dann wäre jetzt der Flächeninhalt h plus i mal dieses hier ist ja p durch 2. Ja, da brauche ich nämlich das mit dem b eigentlich gar nicht. Das war das, was mir gerade eben nicht eingefallen ist. Wenn p durch 2 gleich b ist, dann ist dieses hier ja b. Und ne, p durch 2 ist das gleiche wie b. Das heißt, dieser Bereich hier. Von hier bis da ist p halbe oder b. Ja, und dann ist natürlich p viel größer. So, h plus i ist diese Strecke hier. Das ist a plus i. H plus i und dieses hier ist tatsächlich p halbe, wenn das p ist. Und dementsprechend schraffiere ich jetzt mal den Flächeninhalt a, h plus i durch p halbe, mal p halbe, ist genau dieser ganze Flächeninhalt. Hierbei ist es tatsächlich der gesamte Flächeninhalt von dem hier. Und ich hoffe, du kommst damit zurecht, kannst auch gerne kommentieren und ich mache jetzt gleich weiter mit etwas ganz anderem.